und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin's Caro und in diesem Video möchte ich dir erklären, wieso du Probleme beim Aufschwingen hast, wieso du vielleicht nicht deine Balance findest oder woran es liegen kann, wenn du zu wenig oder zu viel Schwung hast. Kommen wir auch zu Punkt Nummer 1, die Handposition. Je nachdem, wie du startest, du hast natürlich zwei Varianten. Entweder du startest aus dem Stand und schwingst in den Handstand auf oder du positionierst deine Hände schon am Boden. Je nachdem, wie du startest, kannst du natürlich deine Handposition positiv oder negativ beeinflussen. Wenn du aus dem Stand startest, hast du natürlich das Problem, dass du deine Hände direkt richtig am Boden setzen musst, weil du natürlich direkt weiter hoch in den Handstand schwingen willst. Daher empfehle ich, gerade am Anfang schon mit den Händen am Boden platziert zu starten. So kannst du sicherstellen, dass deine Hände ordentlich platziert sind und du eine gute Basis für den Handstand willst. Wenn du nicht weißt, wie du die Hände platzieren sollst, dann schau am besten bei meinem anderen Video zur Handposition vorbei. Ein weiterer Punkt bei der Handpositionierung, speziell wenn du aus dem Stand startest, ist ein hartes Aufsetzen, was natürlich deine Handgelenke unnötig belastet. Stattdessen achte darauf, wenn du aus dem Stand startest, dass der Aufsatz deiner Hände nicht hörbar ist. Das heißt, dass du wirklich sanft deine Hände auf den Boden setzt, um eben deine Gelenke nicht übermäßig zu belasten. Als nächstes kommen wir zur Schulterposition. Die ist natürlich auch super relevant, damit du im Handstand die Chance hast, deine Balance zu finden. Dazu sollten deine Schultern fest rausgedrückt sein und entsprechend stabilisiert. Zudem müssen natürlich deine Schultern über deine Hände kommen, damit du wirklich auch deinen kompletten Schwerpunkt zentriert über deine Hände bekommst und so die Chance hast, im Handstand stehen zu bleiben. Was man dann oft sieht, wenn du vielleicht noch Angst hast vor dem Handstand, wenn du vielleicht Angst hast, überzukippen, dass du dich aus den Schultern raus automatisch wieder zurück auf die Füße drückst. Wenn du also Probleme hast, im Handstand zu landen, mach mal ein Video von der Seite und prüfe, ob deine Schultern wirklich über deine Handgelenke kommen oder du dich eben vielleicht, wie gesagt, aus den Schultern raus zurück auf die Füße drückst. Hier auch wieder der Vorteil, wenn du mit den Händen schon am Boden platziert startest, kannst du auch schon dort nachprüfen und sicherstellen, dass deine Schultern über den Handgelenken sind. Ein weiterer super wichtiger Punkt ist die Körperspannung. Wenn du hier gerade in der Mitte oder auch in den Beinen ungespannt bist, ist es super schwierig, wirklich im Handstand zu landen. Zum einen natürlich zu balancieren dort, aber zum anderen auch, dass du genug Schwung hast, um überhaupt in diese Position zu kommen. Weil wir stoßen uns ja von den Beinen ab. Das heißt, alles, was wir in der Mitte ungespannt sind oder auch in den Beinen, geht ganz einfach verloren, weil es durch diese weiche Muskulatur quasi abgefedert wird. Das heißt, du kannst noch so viel Schwung nehmen und wirst es leider nicht schaffen, im Handstand zu landen. Wenn du meinst, dass das ein Problem ist, dann schau am besten auch mal bei ein paar anderen Videos vorbei. Dort habe ich schon einiges zu Conditioning veröffentlicht. Ein weiterer Punkt, den du unbedingt im Kopf haben solltest, ist deine Zielposition. Weißt du überhaupt, wo du im Handstand landen möchtest? Kannst du diese Zielposition überhaupt schon balancieren, wenn du aus sicherer Umgebung quasi reinkommst? Vielleicht, wenn dich jemand erstmal im Handstand fängt, in Position bringt und dann loslässt, kannst du die Position kontrollieren? Oder auch, wenn du von der Wand aus startest, hast du ein Gefühl für die Position, wo du überhaupt landen willst nach dem Aufschwingen? Das ist natürlich super wichtig, weil der Handstand ist einfach kein Zufallprodukt. Das heißt, du solltest unbedingt sicher gehen, dass du die Position, in die du kommen willst, auch beherrschst. Damit kommen wir auch zum letzten Punkt, der natürlich auch super wichtig ist, dass du dich eben sicher fühlst in der Position, in die du kommen möchtest. Wenn du Angst hast, sei es auch nur unterbewusst, wird sich dein Körper immer wieder dagegen wehren. Wenn du zum Beispiel Angst hast, zu viel Schwung zu nehmen und dann eben überzukippen, wird es super schwierig, wirklich im Handstand zu landen, beziehungsweise eigentlich unmöglich. Das heißt, schau auf jeden Fall, dass du in sicherer Umgebung trainierst und auch vielleicht am Anfang mal jemanden dazu holst, damit du wirklich dein Unterbewusstsein und die unterbewusste Angst, die vielleicht in dir steckt, auch ausschalten kannst. Denn nur so lohnt sich das Trainieren dafür auch wirklich. Also abschließend nochmal eine kleine Zusammenfassung. Du solltest natürlich deine Grundlagen stärken. Das heißt, deine Kraft, dein Wohlbefinden in der Position, deine Balance und auch einfach dein ganzes Bewusstsein kopfüber. Des Weiteren musst du natürlich Geduld haben. Es wird auf jeden Fall einige Versuche brauchen,
bis du diesen Kick-Up, das Aufschwingen in den Handstand quasi standardisieren kannst und schauen kannst, dass der Bewegungsablauf immer gleich ist und dann nach und nach feinere Anpassungen machen kannst, um wirklich den perfekten Schwung zu finden, der dich direkt in den Handstand bringt und in eine Position, die du dann auch ausbalancieren kannst. Wenn du mehr dazu wissen willst, zu den ganzen Hintergründen, zum Handstand und auch noch mehr Tipps rund um das Thema, schau gerne bei den anderen Videos vorbei und abonniere auch gerne den Kanal. Ansonsten ganz viel Spaß beim Training. Ich hoffe, dir haben die Tipps geholfen und schalte auch gerne demnächst wieder ein. Bis dann!